Wir versuchen hier mit einer Stunde eigentlich soweit hoffentlich, denke ich, durch zu sein, oder? Und damit wären wir auch schon im neuen Video von der Firma Autogesellschaft. Du hast die richtige Entscheidung getroffen, du hast abonniert, du bist wieder mit dabei, du hast den richtigen Kanal gewählt. Manche werden sich ja von euch noch daran erinnern, wir haben es ja ein bisschen selber hier eingeladen. Ne? Wir haben ja den lieben Peter Junghans, den ich ja als Otto Walkes. Was? Ihr müsst jetzt wirklich alle zugestehen, eine gewisse Ähnlichkeit mit dem Cap und die Haare hier nach hinten. Er sieht ein bisschen aus wie Otto und Jung. Da habe ich mich ja super nett mit dem Peter unterhalten und habe mich dann so ein bisschen selber eingeladen zur Klassikabteilung hier in Opel und habe gesagt, ihr habt ja diese tolle Klassikabteilung, habe ich mal gesehen beim JP im Video. Kann man dort einfach mal vorbeikommen, sich das mal angucken? Und da sagt der Peter, ja, eigentlich nie, mein Lieber. Das geht so nie ohne weiteres. Und da habe ich gesagt, aber wenn es mal geht, dann sagst du mir Bescheid. Und heute ist Donnerstag, am Dienstag hat der Kollege einfach gesagt, du willst am Donnerstag kommen, wir machen eine Veranstaltung. Seid ihr herzlich eingeladen, habt ihr Bock, kommt vorbei. Und ich versuche euch mal was klar zu ziehen hier beim lieben Jens. Das ist hier, das weiß ich aus dem JP wieder, der Altenpfleger. Ja. Und, so sagen, ja. Und wir stehen hier schon vor einem Exponat, wo ich, wenn man Opel mal googelt, stößt man zwangsläufig auf dieses Bild da hinten im Internet. Und jetzt mal gleich mal eine Frage. Ist das ein Nachbau oder ist das ein Original? Das ist ein Nachbau. Nachbau. In dem Fall, ja. Okay, das Original ist verschollen. Eines der ganz wenigen Sachen, die mal nachgebaut wurden. Mhm. Das meiste, was hier steht, ist alles echt. Ja. Und original vor allem. Ja. Weil das Ding wäre ja dann wahrscheinlich über 100 Jahre alt. Ja. Also ich muss ehrlich gestehen, ich habe ja, es gibt so eine schöne Opel-Dokumentation, die kann man auch bei YouTube angucken. Die habe ich mir schon vor längerer Zeit mal angeguckt. Da geht es um die Familie Opel. Da wird so die Familienhistorie ein bisschen beleuchtet und so weiter und so fort. Und Adam Opel hatte ja fünf Jungs. Also er war auf jeden Fall kein Büchsenmacher, das kann man mal so weit sagen. Und jeder dieser Sattel ist quasi von einem von den Jungs. Ich weiß nicht, ob ich den Namen jetzt zusammenkriege. Fritz hieß einer, der andere hieß Ludwig. Karl Ludwig und Manfred oder Heinrich. Heinrich war dabei auf jeden Fall, Ludwig, Karl, Fritz. Fritz, das sind auch schon fünf. Genau, und interessanterweise habt ihr ja als Unternehmen, ne, angefangen ja über Schreibmaschinen, da ging es ja los, größter Schreibmaschinenhersteller, dann Fahrräder in millionenfacher Ausführung. Deswegen auch hier dieses Bike, ne, das war wahrscheinlich symbolisch, wahrscheinlich irgendwie fürs Foto oder wahrscheinlich für irgendeine Rekordmarke oder was haben also die man da? Hat früher tatsächlich mit Tandem auch Rennen gefahren. Opel hatte eine wahnsinnig erfolgreiche Radrennmannschaft, hat so ziemlich alles gewonnen, was es gab. Ja. Und es war ein riesen guter Marketing-Schachzug, um dann die normalen Produkte zu verkaufen. Mhm. Also es gab tatsächlich in alten Prospekten Tandems und auch man konnte auch zu dritt diese Fahrräder damals kaufen. Ach krass, okay. Ja. Aber das wurde wirklich für die Werbung gemacht, für die fünf Söhne. Und das ist sehr bekannt dafür, ja. Influencing vor 100 Jahren. Oder so, ne? Oder über 100 Jahre, ich weiß nicht, wie alt das Bild ist, gefahren, wann das ist. Ja. Mein lieber Opel, Opel war damals schon sehr bekannt dafür, Fahrräder und auch Nähmaschinen zu finanzieren, sodass man dadurch auch mehr verkaufen konnte. Mhm. Okay. Das damals schon, Anfang des 19. Jahrhunderts? Damals schon, ja. Und auch in der Werbung, man hat schon farbige Prospekte gedruckt, als es fast nur Schwarz-Weiß-Sachen gab. Also man war sehr umtriebig damals mit Werbung. Und innovativ. Innovativ auch. Also muss ich sagen, innovativ. Und das ist eigentlich interessant, weil Adam Opel, was ja der Paps von den Jungs da ist, der hat ja quasi mit den Schreibmaschinen und dann mit den... Nähmaschinen waren das. Nähmaschinen haben die ja angefangen, dann Fahrräder. Ne? Und Adams Opel, letzte Worte kurz vor seinem Tod war, ne? Also ich glaube 1895 oder sowas, ist er ja, ne, verstorben. Und muss wohl irgendwie gewesen sein, so sinnbildlich, das Automobil ist ein albernes Spielzeug für die Millionäre, die nicht wissen, wohin mit dem Geld. Man muss auch sagen, dass ganz am Anfang war das so, die Autos waren unfassbar teuer und waren auch teilweise umständlich, nicht so praktisch. Ja. Und das kam ja dann alles erst später. Gefährlich teilweise. Gefährlich. Man hat die Weitsicht noch nicht gehabt, was wir heute wissen. Und in England musste sogar bis 1905 jemand vorweglaufen und die Leute vor dem Auto warnen. Da kommt jetzt ein PKW oder eine Motorwagen, ja. Die Krach macht und stinkt zu wild. Und dann die man auch beherrschen muss natürlich ja. Und auch anbekommen muss. Alles Faktoren. Aber
ganz ehrlich, jetzt, also ich habe jetzt keine Ahnung, das wird wahrscheinlich einer der ersten sein, die Sie gebaut haben, ne? Das ist das zweite Auto, was bei Opel in Lizenz gebaut wurde, ein sogenannter Opel Darrak. Bei den allerersten und bei dem zweiten Fahrzeug hat man die Autos in Lizenz gebaut und hat dadurch in einer relativ kurzen Zeit viel gelernt, sodass man schon 1903 einen Opel-Motorwagen eigenständig entwickelt und gebaut hat. Und es gibt hier ganz viele Faktoren, die auch ein Auto teuer gemacht haben für die damalige Zeit. Wahnsinn. Das konnten sich nur ganz wenige Leute leisten, ein Automobil. Ja, aber die Frage ist, also für die jüngeren Zuschauer oder generell in meiner Altersklasse, wir würden das Ding wahrscheinlich nie anbekommen. Ne? Also klar, hier irgendwie drehen und versuchen, irgendwo einen Zündfunken herzustellen. Ne? Ich weiß ja gar nicht, hat er eine elektrische Zündanlage oder wie ist denn das? Der hat einen Zündmagnet. Aha. Aber der Lutzmann, der noch älter ist, der hat schon eine elektrische Zündanlage. Gab es auch schon, ja. Okay, zu wild. Und dann verstellst du ja hier wahrscheinlich auch Zündwinkel und so ein Zeug irgendwie. Also die, ne? Wahrscheinlichkeit, dass jemand das Auto anbekommt, ja, der es nicht kennt, ist ja fast gegen null. Man hat hier verschiedene Hebel. Hm. Hier ist die Schaltung bei dem Auto. Das sind die Gänge? Das sind die Gänge. Aha, okay. Hier wird die Zündung verstellt. Früh und spät sozusagen. Und da kann man das Gas quasi einstellen, dass es in der Drehzahl bleibt. Okay, also da wird, ich wüsste nicht, ob ich damit klarkommen würde. Ich wüsste nur, die Hupe vielleicht zu bedienen, irgendwie gerade so mit. Ne? Und hast hier ein bisschen Benzintank, ich meine, sind das zwei? Nee, es ist. Das sind zwei Tanks, ja. Die getrennt sind. Die sind unter dem Bügel getrennt. Mhm. Einmal Benzin und einmal Öl. Und hier kommt das Wasser rein bei dem. Ach. Das ist schon für die damalige Zeit ein ganz modernes Auto gewesen. Und der Lutzmann, den wir uns auch gleich nochmal angucken, der ist recht abenteuerlich von der Bedienung. Okay. Da ist man mit beiden Händen voll beschäftigt mit Hebeln und Schaltung, Kupplung. Da war Kutsche wahrscheinlich einfach dagegen. Noch keine Fußpedalen, mhm, außer der Bremse. Okay, wie schnell fährt denn das? 40, 50? Ja, um die 40, ja. Mhm. Mit diesen, ich meine, das sind ja, eigentlich sind das bereifte Kutschenräder, ne? Oder? Da ist noch, da ist noch vieles aus der Kutschenzeit, mhm, übernommen worden. Und die Kotflügel, die sind einteilig, mhm, die sind aus Holz. Und was das Auto damals auch teuer gemacht hat, was man gar nicht glauben mag, die Lackierung. Die wurde mit dem Pinsel aufgetragen, hat extrem lange gedauert, bis die trocken war und wurde dann immer geschliffen und poliert und das mehrmals. Und so eine Lackierung hat bis zu 10 Wochen gedauert, bis es so glatt wird. Aber ihr habt das jetzt neben der Art und Weise gemacht, ihr habt das normal lackiert wahrscheinlich. Also bei dem Wagen wurde es tatsächlich so gemacht. Wirklich? Ja. Mhm. Aber ey, weißt du, wie glatt die Lackierung ist? Und da sieht man mal, was man da für eine Qualität auch hinbekommt. Aber ich sag mal, vom Aufwand her, natürlich steht es in keinem Verhältnis, ne? Aber alles an diesem Auto ist im Prinzip Handarbeit. Da gab es noch kein Fließband. Mhm. Da gab es verschiedene Abteilungen für die, ich sag jetzt mal, Stellmacher, die Blechbearbeitung, Motorenabteilung, für die Achsen, für die Räder. Ja, klar. Allein hier das Scharnier von der Haube. Genau, alles wurde quasi angefertigt. Ist das hier Messing oder was ist denn das hier? Das ist Messing und der Rest ist überlackiert. Was haben die damals gekostet? Weißt du das? Roundabout? Zu der Zeit hat ein Auto ungefähr so viel gekostet wie ein Eigenheim, wie ein Haus, im Verhältnis gesehen. Mhm, zur damaligen Zeit. Genau. Krass. Und hier drüben haben wir dann einen Sportwagen oder? Das ist ein Rennwagen tatsächlich und der wurde aus dem allerersten Opel Motorwagen gebaut. Mhm. Man hat alles abgelassen, was Gewicht hatte, Kotflügel, ein kleinerer Aufbau. Das originale Auto hat ungefähr so ausgesehen wie der mit den Sitzen. Und da ist man 1903 Rennen gefahren und hat ein Rennen hier in Frankfurt gewonnen. Das war auch ein Rundbahnrennen sozusagen. Das heißt, man hat das Auto einfach laufen lassen, so schnell wie es ging. Okay, und wie schnell ist das gefahren? Der Wagen, der fährt tatsächlich über 60. Schon sportlich, ne? Also das, vor allem, das ist ja alles, ne? Das bewegt sich ja alles. Das ist ja nie wie ein Auto, wo du sagst, 60 km/h, was ist das schon? Das kann sich schnell anfühlen. Das ist gefühlt, als würdest du auf ein Skateboard setzen und 60 km/h fahren. Und die haben alle keine Bremsen vorne, die Autos. Nur hinten? Nur hinten. Einer eben. Und Bremsen? Okay, mit Fußbremse. Nee, hier. Am Hebel ziehen. Die Hauptbremse ist über den Hebel. Ja. Das sind Bremsbänder. Mhm. Und dann hat man hier in der Mitte nochmal eine kleine zusätzliche Unterstützung, die wird dann über das Fußpedal betätigt. Gefühlt ist es eine Fly-Off-Handbremse, oder? Wie heute beim Drifter. Ist schon spektakulär, ja, auch sowas zu fahren. Ist ja krass, hier mit Ölreservoir hier zum das Gucken, ist, wie viel, ja, drin ist. Ja. Und dann eben ein anderer Benzintank. Das ist schon krass. Ist das ein Original oder ist das nachgebaut? Das ist ein originales Auto. Mhm. Der Aufbau wurde mal neu gebaut. Ja, klar. Aber
ich meine, meine Frage, warum sitzt der Sozius weiter unten? Hat das irgendeinen Grund oder war das Vorschrift, Rennvorschrift? Dass der das Grund war, dass der Fahrer mehr sehen konnte, ja, und auch diese lange Lenksäule bedienen muss. Mhm. Und bei den Autos war das immer wichtig, dass ein Beifahrer dabei war. Der hatte die Aufgabe, unter anderem eine Pumpe zu bedienen, damit ein Überdruck in den Tank reingepumpt wird, eine Luftpumpe, und manchmal auch, um Räder zu wechseln. Der ist dann abgesprungen. Was ist das hier? Also hier hast du ja die Kardanwelle. Was ist das hier für eine Schwungscheibe? Was ist das? Ist das eine Motorbremse? Oder? Das ist eine Bremse. Das sind zwei Bremsbacken rechts und links. Mhm. Und die bremst die Kardanwelle runter. Das ist quasi nochmal eine zusätzliche Bremse gewesen. Genau. Wobei das Auto einen ganz, ganz modernen Motor hatte damals schon. Einen sogenannten Querstrommotor. Mhm. Und man hat damals aus 2 Liter Hubraum ungefähr 12 PS ordentlich rausbekommen. Das war schon ordentlich, ganz ordentlich. Ja. Ja. Das ist dann quasi dann die Limousine dann quasi für die späteren Baujahrs, wo dann wahrscheinlich schon das Automobil ein bisschen mehr etabliert war. Dann. Hier wird dann langsam das Auto zuverlässiger, hat eine eigene Ölpumpe. Man muss nicht die ganze Zeit nach diesen Sachen gucken. Und der Name Doktorwagen sagt ja schon, dass der Doktor unbedingt ans Ziel kommen muss. Hier fängt an, die Lichttechnik sich weiterzuentwickeln. Mhm. Das sind Carbidlampen und hier oben ist Petroleum drin. Also man hat 2 Lichtsysteme gehabt und damit kann man schon ganz ordentlich fahren. Ja, und die kannst du auch mitnehmen, hier, die Petroleumlampen. Die kann man auch mitnehmen und kann einen Weg ausleuchten. Ja, genau. Und was hier für ein Reservoir ist da? Das ist der... oder Ölpumpe oder was ist das? Hier wird das Carbid drin angemischt, quasi das Gas für die Lampen, was sich dann entzündet. Das geht dann über die Rohre hier vorne rein. Ach, ist das hier eine Steuerkette oder was ist das denn hier? Das ist das absolut Interessanteste an dem Auto. Das ist ein Ölbehälter und da läuft eine angetriebene Kette drin, und tut immer diese 2 kleinen Schaufeln durchs Öl tauchen. Aha. Und die tun dann, wenn sie hier oben ankommen, kippen die um und tun in diese 2 Leitungen immer ein paar Öltropfen rein. Das ist quasi eine Ölpumpe. Das ist eine Ölpumpe, eine automatische vor allem zu der Zeit. Wie krass eigentlich, Otto. Aber das Allerbeste ist an dem Auto, das glaubt keiner. Der hat einen Klappenauspuff. Was? Ja. Warum das? Damit hat man sich bemerkbar gemacht früher. Das war wie so eine Art Hupe. Und zwar der Hebel hier. Wenn man den jetzt runter macht, geht die Klappe zu. Ei. Und hier unten ist das System zu sehen. Und wenn man sie hoch macht, geht die auf und da wird das Auto lauter. Aber ordentlich, oder? Das hört man schon. Das ist ja mal geil, oder? Klappenabgasanlagen. Hä? Was ist das für ein Baujahr? 1910 oder was ist das hier? 1909. Brutal, oder? Aber noch ankurbeln angesagt. Ne? Stimmt das denn, diese Gerüchte, das habe ich schon öfters mal gehört, dass man sich hier auch mal schnell was gebrochen hat, wenn man hier nicht aufgepasst hat? Das kann passieren, aber meistens ist es bei Einzylindermotoren. Sobald man 2 oder 4 hat, wird es natürlich einfacher. Ja. Aber da muss man schon aufpassen. Ja. Okay. Und es hat damit zu tun, die Zündung, die muss immer auf spät stehen, wenn der angekurbelt wird. Und dann wird die auf früh gestellt, damit der Motor mehr Leistung hat. Kriegst du das eigentlich, also du kriegst den angekurbelt, dann musst du halt hinflitzen und die Zündung verstellen? Ja gut, das kann man auch, den kriegt man auch so an. Aha. Und dann später, wenn man losfahren will, stellt man die ein bisschen nach. Aha. Gut, muss man ein Gefühl dafür entwickeln, wie er läuft, oder? Ja. Merkt man dann? Das läuft schon relativ. Ich habe da gar keine Vorstellung mit Zündung verstellen und so, ehrlich. Und gekurbelt wurden alle Autos, die hier in der Reihe stehen. Ja. Das mit dem elektrischen Anlasser fing dann an. Da hier drüben, ne? Nee, dort. Sorry. Genau bei dem Auto. Ja, bei dem Roadster da, ne? Der auch elektrisches Licht schon hatte. Wollen wir mal hingehen? Das fing an so um 1920 rum. Das ist schon cool aus, die riesigen Scheinwerfer. Guck mal, die Hupe. Moin, Schiffshupe. Wahnsinn. Und vor allem, das ist ja, sind die Bleche hier eigentlich noch von Hand alle gedengelt worden? Das haben die ja wahrscheinlich noch nie groß maschinell gemacht. Das wurde, ne, alles in Handarbeit gemacht, ja. Deswegen waren die alles auch so extrem teuer, weil das halt utopisch aufwendig war, so ein Ding zu bauen. Ne? Das war auch damals schon ein ordentliches, ich sag jetzt mal schon Oberklasse. Was ist das denn? Ach, Gas, Frühzündung spät, aha. Und da hat man unten auch eine Pumpe, wo man einen Druck aufbaut in einen Behälter, der vorne ist, fürs Benzin. Mhm. Das ist schon wirklich ein Auto, was sehr, sehr ordentlich fährt auch. Ja. Das geht schon sozusagen. Das kann man schon mal benutzen. Und dann hast du ja drüben ein paar Motorräder zu stehen, wo ich so denke. Motorräder ist auch ein ganz spannendes Thema. Man hat von 1901 bis 1930 Motorräder gebaut. Ja. Und die waren oft sehr einzigartig und besonders. Und ich habe hier vorne ein absolutes Lieblingsmotorrad.
Das Rote? Das Rote. Sieht aus wie ein Rennmotorrad. Das ist eine Rennmaschine und zwar ein sogenannter Bahnrenner. Ja, wo die so krass im Kreis fahren. Genau. Aber auf einer festen Bahn, so wie die Reifen auch aussehen, ne? Also keine Matschbahn sozusagen. Nee, ne? Auf einer betonierten Bahn. Mhm. Und das Motorrad hat keine Bremsen und kein Getriebe. Hat er einen Gang, schiebst, wird angeschoben und dann fährt er los, wie ein Wahnsinniger. Genau. Allerfeinste Renntechnik hat das. Das hat vier Ventile, hat ein Magnesium-Kurbelgehäuse. Einzylinder, vier Ventile. Ja. Krass, weißt du, wie das klingt? Und das war Anfang der 20er Jahre und man hat direkt mit der Maschine die Klasse gewonnen. Mhm. Und das Motorrad war so gut konstruiert, wiegt 70 Kilo insgesamt und hat gleich die nächsthöhere Klasse auch gewonnen. Wie schnell fährt denn das? Das fährt so 70 rum. Ohne Bremsen? Und das war 1922. Ohne Bremsen? Habe ich dann einfach ausrollen lassen? Oder dann genau, man hat dann irgendwann den Motor ausgemacht, über Dekompression hat das ausrollen lassen. Ist ein komisches Gefühl, wenn man damit fährt. Ich bin die hier auch schon auf dem Werksgelände gefahren, da muss man schon... Ja, das wollte ich gerade sagen. Also, weil du bist ja nicht alleine auf der Bahn, es sind ja noch zwei, drei andere mit auf der Bahn im Regelfall, ne? Die damit rumfahren oder rumgefahren sind. Und hier kann man die auch starten, wenn man jetzt hier, wenn alles stimmt mit Benzin und Zündung. Mhm. Man sieht, wenn man hier dreht an dem Hinterrad, ja, dreht sich auch der Motor. Ja. Ei, hast du Kompression gehört? Ja. Geil. Super cool. Also für die Zeit auch. Wirklich wunderschön. Aber hier haben sie auch irgendwie Sprit vorgepumpt oder irgendwas gemacht. Das ist, ne? Ein Öltank. Ach, Öltank. Musste der Fahrer ab und zu mal mit vorpumpen. Das ist Benzin drin unten. Das ist Benzin, das ist Öl und hier ist einfach Kühlung sozusagen. Genau. Ohne Bremsen, eiskalt, wirklich. Da hat man gesagt, braucht man nicht, zu viel Gewicht, raus mit der Bremse. Ganz ehrlich, Motorsport, ne? Das muss uns jetzt wirklich mal so, wer so ein bisschen Motorsport begeistert ist, also Formel 1 Geschichte und Co. oder generell, ne, Rennwagen. Da war der Fahrer nur der, der das Auto bedient und zum Sieg fahren soll. Was mit dem ist, ist egal. Das wirklich, da hat man sich darüber keine Gedanken gemacht. Ganz wenig Sicherheit war zu der Zeit ein Thema. Wenn ein schönes Beispiel, was man vielleicht noch erwähnen muss, ist das gelbe Fahrrad. Was hat das für eine Übersetzung? Das ist ein Pizzateller. Das ist ein Fahrrad, was Ende der 20er Jahre einen Weltrekord aufgestellt hat. Das Original? Das ist das Original und das Schönste daran ist, es ist nicht restauriert. Das hat Holzräder? Das ist noch in dem originalen Zustand von damals. Und wenn man heute ein Gefühl kriegen möchte, wie schnell die gefahren sind, dann muss man bei 128 km/h mal an das Fahrrad denken. Wirklich? Wirklich. Wie gesagt, Weltrekord. Aber auf der Geraden einfach oder an der Bahn? Auf der Bahn. Auf der Bahn. Und in Verbindung mit dem Schrittmacher-Motorrad vorne, das einen Windschatten gespendet hat. Und das waren alles unglaubliche, drehmomentstarke Maschinen. Ja. Und man hatte gar nicht genug Leistung oder Motoren, die Leistung hatten. Mhm. Und hat aus einem Flugzeug-Sternmotor diesen Monstermotor gebaut. Aus einem Teil davon sozusagen, ne? Aus dem Sternmotor. Aus den Zylindern, ja. Na. So, dass man genug Drehmoment hatte, immer zu reagieren. Pass auf, der Typ... Der war schon wahnsinnig, der das Ding bedient hat. Ja? Und der, da hinterher gefahren ist, der hat den kompletten Verstand verloren. Weil hier ist ja auch keine Bremse dran, also ich weiß nicht. Gut, die hatten wahrscheinlich Rücktritt, die Dinger. Ne? Und Holzräder und 120 Sachen. Und gehen wir davon aus, die hatten noch nicht mal so eine Art Schutzhelm, hatten die ja noch nicht mal, glaube ich. Ganz wenig Sicherheit. Und jetzt kommt noch eine schöne Geschichte. Das Thema Schwarz-Gelb bei Opel hat eine ganz lange Tradition. Mhm. Schon zu den Fahrradzeiten gehabt, zu den Rennmaschinen. Und Ende der 60er Jahre wurde diese Farbe wieder aufgegriffen bei den Rennautos, zum Beispiel Rundstrecke und Rallye. Kommt aber aus dieser Zeit, da hatte man schon Schwarz-Gelb als Erkennungsmerkmal. Ja, Signalfarben, ne? Mhm. Das Ding ist aber auch, das ist auch so ein Bahnrenner, ne? Die Maschine dort, ne? Das ist auch ein Bahnrenner und das wurde aus einem Automotor gebaut. Da hat man einen Automotor genommen, um genug Kraft und Drehmoment zu haben. Also was die Leute damals, das ist ja das Krasse, man musste es nie besser, es gab halt nichts anderes, aber was die damals riskiert haben, nur um irgendeinen Rekord aufzubrechen oder irgendwie einen neuen Rekord aufzustellen oder irgendwie was Neues fortzuführen oder zu wagen, um Marketing voranzutreiben, brutal. Es waren Pioniere. Ja, das muss man sagen. Die wussten teilweise nicht. Und die hatten keine Angst gefühlt, ob oder? Die Reifen halten, ob die vielleicht wegfliegen. Genau, oder hier ein schönes Beispiel. Das Ding hier. Auto. Das ist absolut eins meiner Top-Favoriten, Lieblingsautos. Ist das ein Original oder habt ihr ihn nachgebaut? Das ist ein Original. Was ist das denn bitte schön? Und der wurde gebaut, es war damals eines der schnellsten Autos der Welt, muss man sagen. Und Opel war in der Lage, sowas zu bauen. Man hatte viel Erfahrung mit Gießtechnik und hier hat man zu einer ganz frühen Zeit einen Vierventilmotor gebaut. Der Wagen hatte 260 PS.
Wie viel Hubraum? 12,3 Liter. Aus vier Zylindern. Und man hat eine Geschwindigkeit erreicht von fast 230 km/h. Mit dem Ding? Mit dem Ding. Ohne Bremsen vorne. Aber ist man da geradeaus Rennen gefahren oder auch Rundstreckenrennen? Die Geschwindigkeitsrekordfahrten, die wurden am Strand gemacht, mhm, in Fanø, in Dänemark, wo man viel Platz hat. Vielleicht vergleichbar mit Daytona Beach. So. Ja, okay. Da hat man das Auto laufen lassen können. Trotzdem brandgefährlich. Guck dir mal die Reifen, die Räder an. Ja. Also ganz ehrlich, vor allem wenn das Ding angeht, da fällt dir alles ab. Weißt du, was ist das? Guck mal hier, was ist denn das hier? Eine 10 Zoll Abgasanlage? Hallo TÜV, Kuckuck. Die könnten wir mal ausmessen aus Spaß, ja. Alter, am Möbenkart, hallo. Da kannst du durchgucken, ich kann gefühlt einen Zylinder sehen. Wirklich, das ist ja mal ein geiles Teil. Was ist denn, das ist das Differential, guck dir mal das Differential. Man muss sich immer wieder vor Augen führen, wann das war, weil ja, das war eine Zeit, das Auto hat ja auch schon eine ganz moderne Form gehabt und Thema Aerodynamik war schon ein Thema. Ein Thema auf jeden Fall. Gedanken gemacht. Ja. Also das ist sehr, sehr faszinierend, das Ding. Macht ihr den ab und zu mal an eigentlich? Oder? Ja, ja. Warte mal, sitzt er da? Hä? Warte mal, wo sitzt denn der Typ hier eigentlich? Warte mal, warten der? Hä? Okay. Also das hier ist auch nochmal eine weitere Bremse, die Kardanwelle abbremst. Die dreht sich ja. Du musst ja mal überlegen, wenn du hier drinnen hockst, hier sind ungefähr, hier ist dein Gemächt. Das kann schon warm werden. Ja. Und das dreht sich hier und zwar ziemlich schnell. Vor allem, wenn man auf der Bremse steht. Und da vorne sieht man das Schwungrad, ein riesen Schwungrad. Boah! Mit einer Konuskupplung, die auch relativ schlecht zu dosieren ist. Mein Gott, was ist das für ein Riemen? Was treibt denn der da an? Der treibt eine Ölpumpe an, die im Motorraum vorne sitzt. Ein Öler. Und hier haben wir wieder die Ölpumpe. Die Luftpumpe, mhm, für den Tank. Mhm. Und hier auch Zündvorstellung, ja, wieder. Ja. Also wirklich. Und hier Handschaltgetriebe und hier ist die Bremse wahrscheinlich. Das ist die Hauptbremse, der Hebel rechts. Wie kommt der, mhm, kommt er da überhaupt ran? Ach, das geht schon, ja. Also wenn du hier sitzt, mhm, musst du ja gefühlt so tief. Da muss man schon ein bisschen strecken, ja. Ja, und das bei 200 oder so. Ist ja nicht so, dass der Wind dir schon ins Match legt, gut auf Deutsch gesagt, ja. Das Ding macht einen Haufen Lärm, das eiert wahrscheinlich nach links und nach rechts gefühlt. Ja. Man muss bei dem Auto erklären, der hat sehr viel Leistung bei einer ganz niedrigen Drehzahl. Hm. Das heißt, wenn man schaltet, steht das ganze Drehmoment schon an. Das ist schon da. Hm. Man muss nicht durch einen riesen Hubraum hochdrehen. Ja. Hubraum ist durch nichts zu ersetzen, außer, genau, durch noch mehr Hubraum. Das allein, guck mal hier die Aufhängung hier an. Da habe ich mich gerade schon gewundert. Reibungsdämpfer, die kann man ein bisschen verstellen. Dann gehen die, also die funktionieren mit Reibung. Wild. Aber das ist auch schon recht. Aber was die Leute sich damals, was ist das, 1920, 25, wann der ist das 1914 hier gebaut. Da müssen wir mal überlegen, was die Leute damals schon für Ideen hatten. Das Auto war so gut konstruiert, dass der noch in den 20er Jahren gegen die Konkurrenz mitgefahren ist. Absolut, ja. Wild. Macht ihr den ab und zu mal für irgendwelche Veranstaltungen an, ja, und fahrt den raus? Ja, oder? Ja, ja. Also der Sound ist bestimmt brutal. Ich habe mich bis heute nicht getraut, im vierten Gang zu fahren, weil der schon vorher so schnell ist. So schnell war, dass ich mich noch gerade so wohl gefühlt. Wie schnell bist du selber mal gefahren mit dem Ding? Boah, kann ich nur schätzen. Ich denke mal, ab 100 wird es kriminell. Also bis 100 vielleicht, aber dann wird es kriminell, glaube ich. Würde ich sagen. Ich meine, guck mal diese riesigen Kugelköpfe an, ne? Dort vorne von der Lenkung. Ich meine, da ist bestimmt ein gewisses Spiel da, ne? Das wird wahrscheinlich nie funktionieren wie so eine elektronische Lenkung aus einem modernen Astra, ja? Sondern die Lenkung ist bei dem Auto relativ schwergängig, ja. Ja. Da brauchst du richtig Kraft, um das Ding zu lenken, alleine das, den anzukurbeln, damit, also faszinierend. Der sieht ein bisschen unscheinbarer aus, ist aber auch technisch sehr ähnlich. Man hat auch einen Vierventilmotor drin mit weniger Hubraum. Ja, aber dafür leichter, ne? Dafür viel leichter. Und es war früher mal ein Grand Prix-Auto, ein Formel 1, also die Königsklasse. Und damit ist man in Frankreich, in England, überall bei den großen Rennen mitgefahren. Also das ist richtig ein Rundkursauto. Das ist ein richtiges damaliges, also die Königsklasse, also das Schnellste, was es gab. Mhm. Also ganz ehrlich, wenn du das mal so siehst, klar, die hatten hier so Bucket-Seats, ne, da hast du wenigstens einigermaßen Seitenhalt, ne? Aber die haben sich mit den Dingern ja auch richtig gegeben, ne, gegenseitig. Also die sind ja letzte Rille gefahren. Das ist auch ein flottes Auto, heute, mhm, noch. Ja. Wie schnell fährt das ungefähr? Auch so um die 200? Ah, nee, der ist nicht ganz so schnell, vielleicht so 160. Aber trotzdem. Das reicht auch in dem. Oh Gott. Mhm. Ich denke, alles gefühlt jenseits 100, da wird dir ja schwindelig, da kriegst du Angst, ne? So, dann gehen wir hier immer kurz rum. Das sieht für mich aus wie so ein Hot Rod, das Ding hier. Habe ich vorhin schon gestaunt, guck mal. Der rote? Ja, der rote. Der hat für mich so Hot Rod-Vibe, so Ford A, weißt du? Das ist auch eine interessante Geschichte und zwar ist es ein Prototyp. Mhm. Der wurde so nie gebaut, also nicht in Serie. Ist das aus einer Zeit, wo GM schon eingestiegen ist oder das war das noch davor? Ja, absolut, absolut. Das ist, aha, ungefähr 10 Jahre nach
der GM-Übernahme. Mhm. Und man hat aus einem normalen Kadett 38 diesen Zweisitzer gebaut. Und die Idee dahinter war, es sollte ein günstiges Auto sein. Deswegen auch, es ist ja eine Cabrio-Limousine, wo noch die Türrahmen stehen. Und man hat dem Auto damals einen Spitznamen gegeben, Strolch. Strolch? Ja. Warum? Weil es ein kleiner Schlingel ist? Oder? So hat man ihn genannt. Wir haben nämlich, oder Vorgänger von mir haben mal Zeichnungen gefunden von diesem Auto. Und da hat mein damaliger Chef gesagt, Mensch, das ist ja klasse, den müssen wir nachbauen. Und da haben wir den genauso nachgebaut. Habt ihr dann eigene Karosserieabteilung oder wie macht ihr das? Die Karosserie haben wir machen lassen, tatsächlich. Ja. Weil das ist nie einfach. Du weißt, du hast ja die Form nicht. Du hast vielleicht irgendwo noch eine Zeichnung, aber du musst erstmal anfangen, die Proportion hinzukriegen, das Blech in die richtige Form zu kriegen, die Sicken, die Kanten, die Linien hinzubiegen. Und mit dem Hot Rod ist gar nicht mal so schlecht oder nicht weit hergeholt, weil der hat viele Sachen, die man nicht braucht, haben die weggelassen. Mhm. Keine Stoßstangen. Ja. Deswegen hat er auch die Vibes auch von hinten. Also mhm. Für mich am Hot-Rod-lastigsten ist, wenn du so von hinten, das sieht das aus wie so ein Strandräser. Ja. Ja. Das sind nur ohne Stoßstangen, der runde Arsch, alles geschlossen, kein Kofferraum. Genau, ne? Nur die nötigsten Sachen. Nur das Nötigste, ja. Cool. Super cooles Auto. Und die dritte Lampe, ist das ein Fernlicht hier vorne oder was macht die? Hier ist noch irgendwie so ein Lämpchen dran. Das ist nochmal eine Zusatzlampe, ja, zu den beiden. Und dann hat man da drüben noch eine Viersitzer-Variante, so ähnlich, ne? Aber dann halt mit Stoßstangen und zivil. Sozusagen. Cool. Ich sag mal, viele Hersteller haben noch bis in die 50er Jahre auf Rahmen gebaut. Genau. Und da war man fortschrittlich. Das war natürlich die Zeit auch von GM, hat da viel Design, genau. Formensprache, kleine Amerikaner. Die haben das ja, genau, die wollten ja deswegen selbsttragende Karosserie, weil der Mutterkonzern gibt ja oftmals eine Richtung vor und sagt, ihr macht bitte das und das macht ihr nicht. So, und dann das überhaupt umzusetzen. Dann. Man kann auf jeden Fall sagen, dass das amerikanische Design, das wurde gut angenommen. Mhm. Das war. Ja. Die waren sehr weit, das war hochmodern. Mhm. Alles, was wir jetzt sehen, was jetzt hier in der Reihe kommt, ist im Prinzip sind kleine Chevys. Ja, ist so. Ne? Kleine Chevy Bel Air gefühlt, oder? So ein hier bisschen. Viel Chrom, das gab es vorher noch nie in der. Das sieht ein bisschen aus wie so ein Packard. Und was auch hier hochinteressant ist, jedes Emblem, jede Schrift hat eine Bedeutung. Zum Beispiel die Zeppeline, wo die anfangen, wie sich das dann später in den Blitz verändert. Ja, stimmt. Da kann man natürlich auch vieles, vieles drüber erzählen. Der Zeppelin war damals das modernste Fortbewegungsmittel zu der Zeit. Und das wollte man hier auch so ein bisschen darstellen. Stimmt, bis er dann, leider die Hindenburg war das ja, ne? Die ist ja dann in Flammen aufgegangen, leider, tragischerweise. Und dann war mit Zeppelin leider Schluss und dann kamen ja die Propellermaschinen, das Zeitalter und dann irgendwann Düsenjets. Und hier sieht man natürlich hier die große Limousine, der absolute. Das ist quasi das Schlachtross gewesen, Admiral, ne? Den gab es auch offen als Cabriolet. Unbezahlbar heute, glaube ich. Ne? Unbezahlbar. Und es gab auch ein paar Karosseriebauer, die haben den als Zweitürer umgebaut. Cool. Auch als Cabrio. Also ganz exklusiv, ja. Richtig cool. Was sind hier? Ist das Sechszylinderreihe? Oder? Der hat einen großen Sechszylinder drin und eine wahnsinnige Laufkultur, also eine Laufruhe. Richtig schönes Auto. Man sieht an dem Auto ganz viele Art Deco-Elemente überall. Also das ist fast schon ein Wagen, in dem man sich auch fahren lässt. Ja, stimmt. Weil ich das so sehe hier, wie die Sozius-Anlage gebaut ist, mit den Halteschlaufen hier quasi, mit diesen Kordeln, das ist mega toll. Könnte ich mich den ganzen Tag hier aufhalten. Ein ganz tolles Feature ist hier dieses von innen beleuchtete Nummernschild. Ist nicht wahr. Da ist hinten eine Lampe dran und das Kunststoff ist durchleuchtbar, das heißt, es leuchtet dann nachts. Muss ja ein riesen Kofferraum sein, oder? Der hat einen riesen Kofferraum. Ja, ne? Und zur gleichen Zeit wurde der Kapitän gebaut, die liefen parallel. Der ist ein bisschen kleiner. Der ist ein Ticken kleiner, hat auch einen kleineren Motor drin. Ist das der Schwiegermotorsitz? Gibt es das bei dem? Nein. Hat er nicht. Aber wir haben ein Auto, das steht hier drüben, da kommen wir nachher hin. Der hat sowas. Weil der Kofferraum quasi so Suicide, also nach hinten aufgeht, hatte ich das vermutet, dass das so ein Suicide ist, weil man quasi dann, wenn man den nach hinten aufgeklappt hat, so nochmal meistens so zwei kleine Sitze hatte, so Notsitze, in denen man noch Leute zusätzlich mitnehmen konnte. Die saßen dann aber eben hinten draußen im Freien und konnten an den Gesprächen im Fahrgastraum natürlich nicht mitnehmen. Nicht teilnehmen und deswegen war das quasi der Schwiegermuttersitz. Die sitzt immer ganz weit hinten, damit man die quasi nicht hört und nie sieht, so ungefähr. Ne? Sag mal, hat Opel auch Kühlschränke gebaut oder was ist hier los? Opel hat auch Kühlschränke gebaut und zwar ganz schön viele. Ganz schön viele? Und auch lange. Man hat, es gab eine große Nachfrage nach dem Krieg. Da war ja Nachfrage nach allem da und dann hat man den Markt auch erkannt und bedient und das relativ erfolgreich. Also muss ich ja sagen, darf ich mal hier reingucken? Gehen die offen? Na klar, oder? Ja. Kann man aufmachen. Ach, komm mal bitte, hallo. Was ist das, aus den 50er Jahren, das Ding hier?
Das ist aus den 50er Jahren. Ja, ne? Und das ist mit die bekannteste Form hier, relativ schlicht gehalten. Wahrscheinlich bei Sammlern heute begehrt sowas. Und die, ne, kriegt man. Und sowas bauen sie ja heute wieder. Kannst du ja immer noch, ja, ja, in der, genau, Art im Look der, kaufen. Genau. Mit Gefrierfach. He? Ja. Ist ja mal krass. Hat wahrscheinlich keinen 3x A Grün Plus. Wahrscheinlich nicht. Nee. Wenn du das heute anmachst, dann. Es gibt dann saust der Kollege im Kreis der Stromzähler. Im Raum Rüsselsheim gibt es immer noch Leute, die haben die aus erster Hand, krass, im alten Häuschen stehen, die noch funktionieren. Zeigt auch, was es für eine Qualität war. Ja, tipptopp. Ne? Also wirklich was Opel, also man muss mal sagen, also innovativ war das Unternehmen ja irgendwie immer, oder? Also wenn man sich das mal überlegt, was die Zeichen der Zeit vor allem auch immer erkannt. Was kommt als nächstes? Was es gibt, wo ist die Nachfrage da? Wo ist der Trend? Das ist ja das, wo viele Unternehmen dran scheitern, über viele, viele Jahrzehnte hinweg. Würde ich mich mal mit inkludieren. Oder uns. Du musst ja den Pfeil fliegen sehen, der dich wahrscheinlich bald trifft. Und darauf musst du vorbereitet sein. Ne? Und das ist halt die Kunst dahinter. Hier bin ich vorhin schon mal dran vorbeigelaufen, das finde ich schon mal richtig heftig. Das sieht man mal, wie stolz man war. Man hat 1956 die magische Zahl 2 Millionen erreicht. Generell, Gesamtproduktion, insgesamt, PKW. Ja. Und hat dann dieses Auto, was quasi der 2-Millionste war, hat man ganz besonders veredelt. Mit alle Chromteile wurden vergoldet. Krass. Und das Auto ist heute noch im Originalzustand, da wurde noch nicht viel dran gemacht. Man sieht es auch am Griff, dass der auch benutzt wurde. Der wurde auch schon benutzt, ist auch schon gefahren worden. Mhm. Natürlich immer nur ganz, ganz selten. Mhm. Der Wagen läuft auch. Cool. Und das ist der erste Opel, der einen Metallic-Lack hat, nämlich auf dem Dach. Zu einer Zeit, wo Metallic noch gar nicht angeboten wurde. Mhm. Bei GM natürlich schon. Ja. Aber das ist natürlich auch ein Highlight der Sammlung, ganz klar. Das ist um die 50er Jahre hier, ne? 1956, ja, okay, genau. Das muss man überlegen. 56 hier und ungefähr, naja, sagen wir mal so 40 Jahre davor dort. Mhm. Und hier steigst du ein. Gefühlt gab es die dann ja schon mit Klimaanlage und wissen Sie, was alles Tolles, ne? Es gibt ein ganz tolles Beispiel von dem. Also da wurden insgesamt 2 Millionen Autos gebaut bis 1956 und 10 Jahre später kam der Kadett B. Und da wurden von einem Modell fast 2,7 Millionen Autos gebaut. Das zeigt, wie das explodiert ist. Ja, von den Markt. Stückzahlen, ja, explodiert. Der Markt. Ja gut, es wurde dann zugänglich für die Leute. Ne? Ja. Opel war da ja recht clever. Das haben die wahrscheinlich auch von den Amis mit übernommen. Also, nee, von den Amis ja nie übernommen, aber mit der Finanzierung das anzubieten. Absolut. Da konntest du das Ding wahrscheinlich für, ja, jetzt einfach so, mal 50 Mark im Monat, ja, vielleicht finanzieren. Und also in der Basisausstattung mit dem kleinsten Motor. Und dann kannst du da fahren. Da hatte jeder ein Auto. Oder hier sowas halt, Kadett A. Das war der Einstieg im Prinzip. Das war das günstigste Auto Anfang der 60er Jahre. Und ein Riesenerfolg. Ja. Und auch ein tolles Konzept. Der sieht auch immer noch super, ja, cool aus, muss ich wirklich sagen. Aber ich meine, die waren wirklich preiswert. Was kamen die, glaube ich, 3000 Mark oder sowas vielleicht? Die waren preiswert und haben vor allem einen richtigen Kofferraum, eine Heizung. Mhm. Alles, was man beim Auto braucht, hat das Auto hier schon Sitze, gehabt. Hier Sitze, selbsttragende Karosserie. Da ist man früher mit 2 Kindern nach Italien, easy peasy, ne, in Urlaub gefahren. Klar, an Gardasee, ja, Deutsche Vita, ja moin. Mhm. Hier Rekordcoupé. Die Dinger sind mittlerweile sehr gesucht und übelst selten. Das stimmt. Die sind übel selten. Der rasende Kofferraum. Ja. Das ist eigentlich gefühlt, ne? Ist ja irgendwie mehr Kofferraum als Auto irgendwie, ne? Und was bei dem Auto ganz, ganz wunderschön ist, ist dieses leichte Dach mit den ganz dünnen, ja, Säulen. Ja, das sieht ja aus, als wäre es schwebend. Wie so ein Hardtop, ja. Ja, da hat es ja bei der Citroën, bei der DS, ne, da haben die das ja auch so, dieses schwebende Dach, so entkoppelt optisch. Das hast du hier gefühlt irgendwie auch, ne? Das ist wie, als wäre es nicht da. Das sieht aus wie ein Hardtop. Ja, genau, als wäre es ein Cabrio. Ja. Im ersten Moment denkst du, das ist ein, ah, okay, Rekord P2 Coupé aus 62, 1,6 Liter Hubraum. 1,7, 55 PS. Und das war die Zeit, als man bei Opel mit Metallic-Lacken anfing. Mhm. Das war das erste Auto. Eigentlich schön. Also ein ganz hübsches Auto. Ja, und da siehst du halt immer so die Ami-Vibes, ne? Durch der riesige Kühlergrill, die Chromstoßstangen, ne? Heckflossen-Style, genau richtig. Ich finde auch hier die Rekord, hier vorne die zwei, die haben für mich so, vor allem der Graue jetzt hier, der hat für mich so Bel Air-Vibes. Absolut, ist die gleiche Zeit. Ja. Gleiche Zeit, ne? Also Chevy Bel Air. Und die Panoramascheiben, dafür steht das P. Ja. P1, P2. Aha, aha. Und das P bedeutet Panorama. In dem das Fall. War damals ein Verkaufsargument, ne? Große Fensterscheiben, dass du viel siehst. Das ist krass, oder? Also hier könnte ich gefühlt wohnen. Boah, das ist aber auch. Also, boah, ist das Ding riesig. Also, das war ein richtiges Protz-Coupé, hä? So ein bisschen. Von der Größe her, von den Abmessungen? Das ist ein Auto, das nur zweimal gebaut wurde. Das ist eine Sonderkarosserie. Mhm. Da wurde aus dem Viertürer ein Coupé gebaut. Mhm.
Habe ich so noch, deswegen hast du mir gewundert, habe ich noch nie gesehen. Das ist ganz, ganz Besonderes. Also ja. Meines Wissens gibt es nur noch das eine Auto. Hat das Opel gebaut oder hat das irgendeiner selber gebaut? Das hat eine Firma gebaut, die hier ganz in der Nähe war. Die Firma Autenried in Darmstadt. Und die hat quasi diese Karosserie gebaut. Ist das eine Hand? Das ist eine Handbremse, ja. Das ist ein damaliger Behindertenumbau gewesen, aha, tatsächlich, ja. Okay, habt ihr gelassen, weil original. Ja, fertig. Und Automatikgetriebe, eine Handbremse und der hat sogar Servolenkung, was damals auch schon selten war, ja. Selten. Also in Europa war das super selten, bei den Amis war es gängig. Ja. Und hier haben wir irgendwie eine Studie, oder? Zum das ist eine Studie, auch ein wirklich wunderschönes Auto. Und da hat man damals überlegt, einen Wankelmotor zu bauen oder auch in Serie zu bringen. Und dafür wurde dieses Auto gebaut, der hieß GTW, W für Wankel. Mhm. Und dann kam das Auto mitten in die Ölkrise rein. Und dann war vorbei. Und da war das Thema Wankelmotoren, das hatte verschiedenste Gründe. Da kann man eine Reihe aufzählen, warum der Wankelmotor so ein bisschen nicht kam. Das war die Haltbarkeit, die Abgaswerte, der war nicht Verbrauch. Dicht zu kriegen auf Dauer, hoher Verbrauch. Mhm. Und dann kam noch dazu, dass der 50 US-Dollar teurer war wie ein Chevy Small Block, wie ein amerikanischer V8. Produktion. In der Produktion. Mhm. Und das waren in der Summe genug Argumente. Ja. Ja. Aber dieses wunderschöne Auto war als Fiberglasmodell da. Der war vorher Gold, wurde dann in Orange umlackiert, umbenannt von GTW in Genève. Und dann kam der nach Genf auf die Ausstellung, obwohl das schon quasi war, eigentlich. Nicht offiziell, aber eigentlich schon. Und dort wurde der dann nochmal zur schönsten Studie von allen Fahrzeugen gewählt. Sieht cool aus. Das zeigt, was es für ein gutes Design ist. Hat der Klappscheinwerfer oder hat er gar keine? Der hat Scheinwerfer unter Glas. Aha. Und das Modell, das ist ein einteiliges Fiberglasmodell. Mhm. Der hat auch keinen richtigen Innenraum. Es soll einfach nur die Außenform zeigen. Aha, okay, alles klar. Der ist also nie in dem Sinne fahrbereit. Nein, sozusagen. Man kann auch keine Tür öffnen und auch keinen Scheinwerfer. Man kann einfach nur angucken. Nutzen, schön angucken. Aus, ja. Und der hat, was ganz interessant ist, wenn man davor steht, sieht man, dass er zwei verschiedene Radläufe hat. Auf der einen Seite. Ja, der eine ist höher und der andere ist tiefer, ne? Genau, das sind runde. Ja. Und die sind komplett in die Karosserie eingearbeitet. Und so konnte man beide Varianten beurteilen bei dem Auto. Aha. Und sie hat für mich, ne, ohne Mist jetzt, ich meine, das Auto, was ist das aus den 70ern hier wahrscheinlich, ne? Ganz frühe 70er? Ja. Ganz ehrlich, weißt du, wer hier geklaut hat von Opel? Soll ich das mal sagen? GM hat hier geklaut von Opel. Weil das ist für mich eine Corvette. C4. Es gab aber irgendwie parallel zu dem Auto damals schon ein GM-Gegenstück. Pendant. Ja. Das heißt, man war ja eine Firma im Prinzip. Ja. Aber für mich hat das C4-Vibes, ganz ehrlich. Ja. Die Scheibe, so wie die, also klar, die ist nochmal spitzer im Winkel, ne? Aber so das Rathaus hier ne, ist für mich irgendwie Corvette-mäßig. Und dann auch so die Front, wie die liegt, ne, und wie sie sich dann aufbaut und das Fahrzeugheck. Also die Seitenlinie sozusagen, das hat schon Corvette-Vibes. Ne? Man hat ja zu der Zeit, Anfang der 70er Jahre, nachdem die 60er Jahre quasi so extrem amerikanisch waren, hat man schon auch mit dem Manta A Rekord, zweite Generation, der D-Rekord, da hat man auch schon nach Italien geguckt. Mhm. Also es ist schon auch so bauen, europäisch, ne? Und das war da absolut im Fokus. Schön sieht es auf jeden Fall immer noch aus. Ein wunderschönes Auto, ja. Dann haben wir ja hier die Straßenkreuzer sozusagen. So ein Gerät hatte mal ein Kumpel von mir, Admiral, aber als 2.8er. Mhm. Den gab es, glaube ich, auch mit einem 327er Chevy-Motor, wenn mich nicht alles täuscht, 5,3 oder 5,4 Liter, glaube ich. Ne? Den gab es mit dem etwas kleineren V8, ja, ne? Mit dem 4,6 Liter, mit 190 PS. Aha, okay. Und der 5,4er war immer dem Diplomat vorbehalten, ah, ja, eigentlich. Ja. Dem Top. Gab es den nur dort, ja? Ja. Den 5,4er? Okay. Also ein Kumpel, wie gesagt, hatte so ein Ding als 2.8er und ich weiß, das Auto hat den sprittechnisch, der war damals, glaube ich, noch Azubi, die Haare im wahrsten Sinne des Wortes einfach mal komplett vom Kopf gefressen. Sah damals extrem cool aus, ein extrem cooles Auto ist es ja immer noch, aber wenn man sich mal überlegt, was ist ja echt Leder hier drin, ne? Das also, Interessante bei den Autos ist, die haben eine Zweigangautomatik. Powerglide. Die Powerglide. Mhm. Und da fährt man los und dann schaltet der um und dann bleibt man in dem Eingang. Genau, in dem Eingang. Und hat genug Power und genug Drehmoment, dass das Auto wirklich wunderbar damit fährt. Ja. Super cool. Und das hier ist die Krönung von allem. Das Coupé, ja. Die hier, 200.000 Euro.
Das ist wirklich die Krönung, egal ob am Innenraum, ist das Fahrleistung. V8? Den gab es ja mit V8. Den gab es nur mit dem 5-4er. Ja. Ne? Dem großen, ja. Und ich kenne jemanden, viele Grüße Franz an der Stelle, falls du das Video siehst, der hat so ein Ding. Das ist wirklich aus der Zeit mehr gegangen. Ja. Und da hat er beim Essen zu mir gesagt, er hat einen Opel gekauft für 180.000 Euro. Und da habe ich ihn angeguckt und sage, was hast du gemacht? Für einen Opel hast du gekauft für 180.000? So ein Auto, so ein Exemplar. Also ich weiß nicht, ob ich den Preis sagen darf, aber es war halt viel Geld, sehr viel Geld. Das ist schon Jahre her. Das liegt daran, dass das Auto so selten ist, dass so wenige gebaut wurden. Und alles, was es nicht gibt, weckt halt auch Begehrlichkeiten. Willst du gelten, macht dich selten. Ne? Verkaufen heißt immer Begehren wecken. So. Und so ist es immer. Ne? Gibt es irgendwas kaum noch oder selten oder gar nicht mehr, dann ist der Wert gefühlt inflationär. Man muss sich alleine vorstellen, Mitte der 60er Jahre war das Auto mit 206 km/h angegeben. Brutal schnell. Das ist schon eine Ansage. Mhm. Und wahrscheinlich läuft er die auch, wenn du auf dem Gas stehen bleibst. Will man nicht heute, aber der hat schon wirklich. Hat er Scheibenbremse schon? Ja. Ja. Wild. Und der wurde bei Kammern gebaut übrigens, in der kleinen Stückzahl. Da haben die quasi, wie haben die das gebaut? Haben die haben aus der Limousine das Coupé gebaut. Da haben sie gekürzt das Ding einfach oder was? Die Tür verlängert, hinten extra Seitenteile. Wahnsinn. In einem riesen Aufwand. Aber als Cabrio gab es den nie, oder? Einen. Wir haben hier noch was ganz Unscheinbares stehen. Das ist eigentlich der erste, so ein bisschen ein Opel Muscle Car, könnte man fast sagen. Mhm. Warum hat er das V8 drin? Das ist ein normaler Rekord, der den Motor drin hat vom Kapitän, nämlich ein Sechszylinder. 2,8 Liter oder was? Oder 3 Liter? 2,6 Liter. 2,6 Liter. Mit 100 PS, was aber damals schon eine Ansage war. Ja. Man kann heute, schön. Man kann heute sagen, dass das der Vorgänger ist vom Opel Commodore. Da hat man ja auch in den Opel-Rekorden größeren Motor eingebaut. Ich meine, so echt flott, ne? Die Autos wiegen vielleicht 1500 Kilo, wenn überhaupt. Ein bisschen mit 100 PS und 2,6 Liter, da bist du schon richtig gut dabei. Ne? Das ist schon ein echter Unikum hier, ne? Wirklich, ohne Mist. Auch ein wunderschönes Auto von der Form her. Von der Form. Mhm. Hat auch einen riesen Heck, also wirklich einen riesen Kofferraum. Da haben die Amis haben da wahrscheinlich gesagt, du musst einen großen Kofferraum haben. Egal wie er das macht, großer Kofferraum. Da müssen drei Leichen reinpassen, so übertrieben gesagt. Ja, also das ist schon krass. Wirklich, wenn man das mal so sieht. Dann gehen wir mal hier immer rum, oder? Hier haben wir natürlich die zwei wichtigen Autos für dieses Jahr. Einmal der Opel Lutzmann und der Laubfrosch. Und da kommen wir jetzt gleich zu einem Spruch. Oder eine Redewendung. Dasselbe in grün. Ich wollte gerade sagen, was jeder kennt. Was jeder schon mal gehört hat. Und witzigerweise kommt das aus dem Automobilbau. Ja. Und zwar, als es diesen Kraftwagen bei Opel gab, wissen wir, war das 1927, 27, 24, hatte man in Frankreich quasi eine ähnliche Idee oder dieselbe sozusagen. Und da gab es dann einen Patentrechtsstreit. Und dann hatten quasi die Franzosen das Ding in Gelb, glaube ich. Und Opel eben in grün und das Auto ist aber quasi identisch. Und da gab es sprach in Streit los sozusagen zwischen den Opelanern und den Jungs von Citroën. Ich glaube aber Citroën konnte es am Ende dann für sich entscheiden, weil es wohl ein Ticken eher war. Ich glaube irgendwie so war das dann, als es ausgegangen. Und da der aber grün war, hatte man dann im Volksmund, hatte sich das dann geprägt, dasselbe in grün. Und der Witz ist eigentlich, das hat dem Verkauf, glaube ich, von dem Auto überhaupt gar keinen Abbruch getan. Das hat trotzdem gut funktioniert. Das Auto war ein absoluter Verkaufserfolg. Mhm. Und der Grund war, dass man hat wirklich ein einfaches Auto gebaut, was kostengünstig war, aber auch zuverlässig und einfach zu bedienen. Mhm. Also alles, was man... Vierzylinder. Nur eine Tür. Man hat auf die zweite Tür verzichtet. Man hat die Scheibenräder gebaut. Die waren viel günstiger wie davor. Mhm. Ach, na eben. Alles an dem Auto ist einfach... Genial. Quasi der Vorläufer von den Schmiederädern nehme ich jetzt mal stark an, weil das die sind ja geschmiedet. Stahlrad, ja. Schmiederäder, hallo. Heute extrem teuer, ne? Schon cool. Und das war auch die Zeit, wo ein offenes Auto günstiger war wie ein geschlossenes. War einfach kein Dach. Ist ja klar. War billiger, ne? Einfacher, ja. Da hat man einfach eine pragmatische Lösung gesucht. Musste mit einfachen Mitteln musste was bauen. Ist ja einfach so, ne? Und man hatte hier schon einen elektrischen Anlasser und elektrisches Licht. Man musste das Auto nicht mehr ankurbeln. Das ist schon konnte cool. Man zwar, aber war ein erheblicher war schon Erleichterung. Eine Erleichterung. Ja, definitiv. Das Leder-Original hier noch drin. Hä? Das ist ein fast das gleiche Auto wie dieser, den wir vorhin gesehen haben, der Spitzkühler. Da reden wir auch frühe 20er Jahre. Mhm. Und das ist schon bisschen die obere Klasse dann gewesen. Mhm. Luxus, ja. Sozusagen. So, jetzt gehen wir mal hier in die 80er Jahre rein.